Hallo und herzlich willkommen zum neuen Abbau-Video vom Hessentag. Ja, das Zelt ist so gut wie weg. Es sind nur ein paar Einzelheiten von dem Zeltbauer da. Die zeige ich euch schnell. Was am allermeisten auffällt, sind hier diese hellen Flecken, wo die Gips oder so ist, wo die Heringe drin saßen. Guck ich mal bei den anderen Örtlichkeiten. Da wir sind bei der Stadthalle immer noch diese Dinger, die anpacken, wollen ein bisschen was gereinigt. Gucken wir jetzt, was sich seit heute Mittag hinten noch getan hat, hier bei der Stadthalle. So, die liegen immer noch. Manchen Leuten dürfte das noch in Erinnerung sein hier. Ich stand heute Mittag zumindest noch im Kaffee. So, das. So, wenn und denn die Bauklötze werden weg, die sind sie noch. Das bei der Stadt. Jetzt guck ich noch was anderes. Ebra. So, bin ich 27 hier. Das stimmt ja schon hinten vorne. So, hier stehen auch noch ein paar Schilder und da gucke ich jetzt Richtung. Fall den Ort raus. Gleich. So, B27, kurz vor Bad Hersfeld, kurz nach 22 Uhr, am heißesten Tag des Jahres bis jetzt. Die anderen Schilder erspare ich mir jetzt mal. Das ist hier was für extra 3, wo doch der Hessentag nun schon über eine Woche weg ist. Weil es immer noch da ist, 10 nach 10 ist es, steht nicht so. Bis dann, ich bleibe dran.